Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Together Star Wars The Old Republic. Wieder mit Quentin. Hallo. Und einem ziemlich heiseren Halbam. Tut mir leid, ich bin stark erkältet. Kann auch sein, dass ich zwischendurch mal einen Hüstler vergesse rauszuschneiden. Wir werden heute auch gesponsert von Big Medi Night. Ja, auch eine sehr schöne Gilde. So, wir haben hier zuletzt die H2 gemacht, weil da drüben jemand rumgimpte, aber wir sind inzwischen eine Aufnahmesession weiter. Entsprechend können wir da jetzt reinhorsten, ohne gestört zu werden. Juhu, Tod und Zerstörung. Wie habe ich das vermisst? Und so einfach. Das hatten wir doch eben erst. Naja, gut, ja, wir wurden zerstört, aber sonst. Aber sehr gründlich. Ja, wir hatten nämlich gerade einen Raid, wir haben mal Alessation im Hard Mode probiert, also das, was ich in den Bonusfolgen bisher im Story Mode hatte. Und das ist im Hard Mode nicht unmachbar, aber auf jeden Fall um einiges knackiger. Aber es hat Spaß gemacht. Spaß hat's gemacht, das stimmt. Auch wenn es erst eine Stunde später losgehen konnte, weil an dem einen Tag, wo ich gerade mal nicht nachgeschaut habe, ob es eine Planänderung gibt, hat die Bahn natürlich sofort den Plan geändert. Und da saß ich erstmal eine Stunde in Leipzig auf dem Hauptbahnhof fest. Ich meine, es gibt Schlimmeres, da gibt es nämlich lecker Eis, aber sonst. Muss ja nicht sein. Hatte ich schon wieder eine Ausrede für ungesundes Essen. Ja, ich habe jetzt nichts gesagt. Hallo? Ja, isst du mal ruhig weiter, deine Ferrero-Küsschen. Mhm. Die sind lecker. Oh, guck mal. Was denn? Schuhe für mich. Gut, war ja klar, dass es irgendwas mit Schuhen zu tun hat, wenn du dich so freust. Ey, ich habe keinen Schuh-Tick. Ich bin auch nicht multitaskingfähig, aber ich kann einparken. Das mit dem nicht multitaskingfähig unterschreibe ich auf jeden Fall. Mhm. Einparken weiß ich noch nicht. Will ich auch nicht unbedingt rausfinden. Du willst nicht rausfinden, dass ich das kann? Ich will nicht rausfinden müssen, ob du es kannst. Memo an mich, du kommst nicht in mein Auto. Es sei denn, ich fahre. Als wenn ich mein Schlüsselchen abgebe. Mein Borat gehört zu mir. Du bist gerade irgendwie ziemlich leise. Ja, ich habe gerade über die Intimität mit meinem Auto gesprochen. Ah ja. Den gebe ich ja nicht jedem x-beliebigen. Da will uns jemand die Loren klauen. Na, helfen wir mal, oder? Ach nee, hast du angeschossen oder die? Das sind unsere. Naja, er sie es hat geholfen. Da helfen wir mal ganz kurz noch mit, wa? Er sie es rennt raus. Dann ja, er sie es hat uns nicht lieb. Ich will buffen. Na, bleib stehen. So. Ist das jetzt der Fieberwahn? Was? Hast du die Ohren zu oder bin ich echt so leise? Ich hab's einfach nur rein inhaltlich nicht verstanden. Was? Ob das jetzt der Fieberwahn ist? Fieberwahn. Ich will buffen. Ich habe irgendwas mit Vieh verstanden. Okay, alles klar. Mhm. Nee, ich wollte es nur irgendwie zurückzahlen. Dass man half. Ich glaube, ist jetzt rausgerannt, weil er sie erst dachte, dass wir jetzt hier sowieso noch die ganze Zeit rumhängen. Jetzt erstmal einen ganzen Weg rausgelaufen. So, wir müssen jetzt rechts neben das H2-Dingens und... Wie's? Ja, ich war hier schon so 8 bis 12 Mal. 8 bis 12 Mal? Deine epischen 2 Mal. Einmal davon bist du mir komplett am Rockzipfel hängend nur hinterher gehechelt. Und das andere Mal mit Marfa weiß ich nicht. Seit wann trägt Raffun Röcke? Waffenrock. Und mit Marva tue ich jetzt immer sehr souverän. Ich habe sogar eigenmächtig den Weg gefunden zum Villedatacron auf Ross. Ja, das ist schon mal gut. Da habe ich nämlich, als ich das erste Mal gemacht habe, eine ganze Weile rumgehangen, welcher Hang jetzt der richtige ist. Ich hatte das mit 2 Gildis gemacht und die waren sich konsequent sicher, dass dieser Eingang der richtige sein muss. War aber nicht. Was
Achso, ich muss mal hier noch was tun. Ich wollte den Skill schon länger mal einsetzen. Irgendwie sehr elegant. Genauso geil wie der Tritt in die Nüsse vom Schmuggler. Nur halt eine Etage höher. Ja, mitten auf die Nase, wenn ich das richtig gesehen habe. So, ich drücke die drück mal. Ach nee, mach du. Es leuchtet blau, es gehört dir. Ja, ich wollte gerade schon maulen. Yay! Das ist ja, also wenn alle AE-Flächen gemütlich blau leuchten würden, ich würde sie alle sehen. Ja. Ich glaube, das wäre bei einigen Bossen in Assassin nicht ganz so lustig. Ja, also, nein, aber hier bei Assassin heute, ganz ehrlich, ich merke, dass unter mir eine Pfütze kommt, weil Ramirez anfängt zu maulen. Die sind dann ja so am Rumstöhnen, wenn sie Schaden kriegen, ne? Ach so, und ja. Wenn sich die Pfütze bildet, dann stöhnt sie das erste Mal, weiß ich, ah, rennen. Anders klappt das nicht. Ja, außerdem hast du ja so einen riesengroßen grünen Tropfen Achselschweiß, der da unter dir erscheint. Ist dir aufgefallen? Schnodder Achselschweiß. Warum schwitzt du auf Aramiris? Das sieht aber wirklich so aus, als würdest du da so einen riesengroßen Schweißpfropfen unterm Arm tröppeln lassen. Du hast ein Transpirationsproblem, mein Lieber. Das stimmt allerdings. Aber denkst du, wie schwer das ist, in so einer dicken Rüstung die ganze Zeit durch die Gegend zu laufen? Ach, deshalb ziehst du die dauernd aus, Mensch. Ja. Das ist ein Lüftungsproblem. Was glaubst du denn? Dass ich mit meinen wunderbaren Muskeln angehen will? Ach, weit gefehlt. Ach, ich will mich doch nicht so profilieren. Nein, nein. So. Ist hier oben irgendwo mal ein Wissensobjekt aufgefallen? Ich kenne hier nämlich gerade keins. In der gesamten Ecke. Ach, du hast wirklich nicht gelootet. Ich habe gerade gedacht, ich konnte mit dem doch plündern. Aber wir spielen die so selten. Stimmt, du musst jetzt nicht zurückrennen. Ich habe nur an mir selbst gezweifelt. Wenn sie sich schon beschwert, dann wird hier geplündert. Los, ran da. Ja. Nee, ich hatte ganz vergessen, dass Quentin ja auch so ein Schrottsammler ist. Ja, der sammelt alles. Mhm. Alles. Alles kann der brauchen. Alles. Frauen, Kriminelle. Gott, so wenig Schaden. Wollte ich gerade treten. Entschuldigung. Du gönnst mir auch gar nichts hier. Hat der einzelne Kiesel, den ich ihm am Kopf geworfen habe, ihn so sehr aus dem Gleichgewicht gebracht? Ja. Der ist hinten übergeklippt und hat sich dann ordentlich in den Nacken gestoßen und dann war er durch. So. Warum holt's ihn denn heute dauernd aus der Deckung wieder raus? Der macht mich fertig. Was holt dich denn aus der... Hä? Ja, irgendwie, ich habe mich niedergehockt, dann stand er wieder, dann habe ich mich niedergehockt, dann stand er wieder. Drückst du irgendwie mittlere Maustaste, also Mausart manchmal oder so? Nein. Mit meiner Maus kann ich umgehen. Ich habe nur ein WASD-Problem. Ja, nee, keine Ahnung. Okay, dann, Kaisen, viel Spaß auf da. War jetzt unspektakulär. Ja, so ziemlich. Wie, wo, was, sozial? Sozial 2, juhu. Jetzt müsste ich unbedingt eigentlich nach Najada fliegen. Zum Shoppen? Theoretisch. Was shoppst du da? Na, was wohl? Wofür braucht man Sozial 2 und was wächst auf Najada? Und was ist der beste Fanservice, den man sich bei einem Display vorstellen kann? Na, das, was deine Ramirez sich nicht anziehen will. Ah! Ja, es ist spät. Haha, blieb. Und da fiel der Groschen. Und dein züchtiges kleines Jedi-Mädchen
Was denn? Die das jedes Mal das? Rot wird, wenn Quentin mal ein bisschen zwinkert. Die geht dann nackig los. Das ist alles offizielles Order-Adress. Ja. Ja. Ich muss mal ein bisschen Luft schießen gerade. Ich bin ein bisschen gefallen. Das war bei dir schon echt knapp gerade. Ja. Den Trick habe ich heute schon mal geschafft. Auf was? Da bin ich im Tempel, da Tempel der Heilung, Schrein der Heilung, bin ich ganz elegant über die Brüstung gesprungen und habe gedacht, scheiße, hier ist die Treppe drunter. Oh ja, das war schon waren dann passiert. 3%. Ja, genau dasselbe ist mir auch schon passiert. Ich glaube sogar mit meinem Dickerchen. Und da sieht es ja doppelt lustig aus, wenn der so runterplaust. Und genauso geil sieht es dann aus, wenn er wirklich am Sturz verreckt. Sie ist einfach wirklich nur, wie er flach da liegt, so eine große Matschfleck. Ja, was haben wir denn hier? Da haben wir noch Bomben. Ach, verdammt, noch Mobs haben wir da. Und ich sag noch, sag ich. Mach es nicht, Jaffin, sag ich, aber nee. Aber. Kristalle. Ja, gut, wobei ich davon, glaube ich, jetzt auch ein bisschen noch auf den Nafon überhaben dürfte. Der hat ja jetzt gleich seine Sinnfertigung auf 400. Durch großzügige Spenden von Savon. Wen haben wir denn hier? Den Herrn Kloto. Ja, zum Glück nicht mit Ö. Oh, bitte. Ich sag doch, na, zum Glück nicht mit Ö. Ja. Bin ja schon ganz vorsichtig heute, na, der Nummer mit den Nüssen. Oh Gott. Ja, die zwei Quests würde ich erstmal noch abgeben. Drei, auch wenn es keinen Sinn macht. Und dann erst die Geschichte mit den Sandleuten und den Klassenquests. Klassenquest? Klassenquest, jawohl. Oh, Granny Tampio da Pushi Wumpa. Oh, Hutisch, wie schön. Tuni Rana Nuprata Dunko. Es gab ein bisschen Wirbel, aber jetzt ist alles in Ordnung. Imache. Verdammt, ich hab die Gierschlung-Wolf-Option gar nicht genommen. Dr. Chuna Dobiela. Die Wanawanga Blasto Chi. Wohl bei den schönsten Antwortsoptionen, da verliere ich sowieso immer. Das ist total ärgerlich. Entschuldigung, wenn dir irgendwas sehr gefällt, dann halte ich mich mal zurück. Oh, schön. Bescheid sagen. Der Schmuggler bringt wirklich die geilsten Antworten. Also das ist wirklich schade. So, ja, was nehme ich jetzt? Nehme ich, oh Gott, schwere Entscheidung. Ja, das Leben ist hart. Eigentlich brauche ich die Brust, die es hier gibt, ja nicht. Da habe ich ja schon was Besseres mit dem lilanen Zeug. Was haben wir denn hier Schönes? Na, Scout-Beinpanzer. Mittelprächtig. Während die Dame sich umkleidet, gehe ich mal kurz verkaufen, ne? Ach, das ist die passende. Ah, das ist die passende Hose, die man hier für diesen gelben Scout-Brustschutz, den man sich eintauschen kann, als Soldat kriegt. Hat mich schon immer gewundert, weil das ist ja hier das erste orangene Set, was man fast vollständig kriegt im Spiel, nur durch Quests. Nur die Hose hatte, glaube ich, gefehlt, oder? Und oder Schuhe, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber die Schuhe kannst du ja beim helle bzw. dunkle Seite Händler dir holen. Aber eben bei der Hose, da bin ich, glaube ich, mit einer Weile von... Na, wie hieß das Ding? Mandalorianische Räuber, genau. Mit den Hosen rumgerannt, die es da gab. Clan Varathüschen oder so. Klinken Moment. Sie sich noch ein? Das ja, ich komme wieder hochgeschoppert. Ich hatte da doch noch... Willst du dunkle Seite machen oder helle? Du bist gerade bei seinen Liebsten, ne? Das geht nicht. Nicht mal Marva hat da dunkle Seite genommen. Das geht einfach nicht. Da blutet mir das Herz. Also mein Arschloch hier, die hat's getan. Ihr seid zurück? Habt ihr sie gerettet? Sind meine Liebsten in Sicherheit? Hier sind sie, ohne einen einzigen Kratzer. Danke, ich danke euch so sehr. Wraith, du... Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist ein Scherz, oder? Wraith? Oder? Wraith? Danke. Danke. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Tut mir leid, dass ihr eure Zeit verschwenden musstet. Macht's gut. Und passt auf euch auf. Baba. Oh Gott. Ja, bitte. Hm. Oh. Jetzt gib dich doch nicht schon wieder für mich aus.
Ja, wie war es mit den narzisstischen Zügen? Was, ich doch nicht. Nein. So, jetzt müssen wir den Sandleuten ihre Sniper-Gewehre mopsen. Warum ist hier gerade der Schatten? Die Kante kommt schon noch gar nicht. Das ist bei mir auch gewesen gerade. Du kommst so hoch, doch. Ja, das habe ich aber bis jetzt nie hingekriegt. Gut. Hier an die Ecke kannst du. Hier gegen. Ah! Genau. Der Papa hat mir gezeigt, wie es geht. Wunderbar. So, ne, aber die Mopeds hier natürlich nicht runterschubsen, du kennst den Spaß, ja. An die Stelle hier will ich mich eine ganze Weile erinnern, weil das ist der Punkt, wo mein Tafon, also ne, eben mein erster Char, den ich hier auf Rap-Seite soweit gespielt hatte, gerade über den Tankbaum seinen Ansturm da, seinen Sprint gekriegt hat. Und anders als beim Jedi-Ritter ist es ja nicht so ein Hüpfer, sondern er läuft eigentlich hin in der Animation. Und da hatte ich mir die ganze Zeit einen Spaß draus gemacht, über diese Klippe zu den Typen hinzulaufen mit der Sprint-Animation. Das sieht einfach nur fett aus. Ja, ich bin hier an den Klippen auch gerne von Mob zu Mob gelaufen, aber da gibt es so leichte Spaltenbildungen und Ja, das ist im Alter so. Arsch. Oh, das hat aber gedauert. Entschuldigung. Ich war einfach zu geschockt. Ich habe gedacht, hat er das jetzt echt gesagt? Nachdem mein Kollege ja neulich so nett zu mir gesagt hat, sag mal, hast du eigentlich zugenommen? Das kann ich nun nicht beurteilen. Eigentlich ist weniger geworden. Ganz ehrlich. Obwohl, naja gut, mit den Ferrero-Küsschen jetzt. Ach, Ferrero, jetzt ist mir gerade das eingefallen, dass es ja diese Praline-esken Dinger waren. Ich hatte jetzt die ganze Zeit Rocher vor Augen. Rocher in Weiß wären aber sicher auch interessant. Dann hast du Raffaello. Naja, ohne den Kokoskram. Ist egal, da wäre dann auch eine Mandel drin, das wäre dann auch wieder mein Fachbereich. Wie gesagt, alles, wo Nüsse drin sind. Drin, nicht dran, drin. Ich werde das jetzt gar nicht weiter kommentieren. Die Witze sind viel zu offensichtlich, vor allem kennst du sie schon. Ja, so von vor 10 Minuten, ne? Richtig. Also die Gute rumpelt selbst im Heilbaum schon gut was weg, muss man sagen. So, wir brauchen noch 4 für den Bonus. Ja, dann machen wir die mal tot. Achso, jetzt habe ich ganz verpeilt. Was war denn eigentlich deine Quest hier gerade? Oh Gott. Weißt du, ich nehme mir immer vor, dass ich mir das, bevor wir anfangen, durchlese, weil du garantiert danach fragst und ich es nicht mehr weiß, weil man ja schon eine Woche was anderes gemacht hat wieder. Moment. Kehre zu Schutzmann Sural zurück. Das ist unsere. To Creek. Genau, das ist doch immer noch die gleiche Nummer wie beim letzten Mal. Wo ist denn der Typ? Ich sehe hier irgendwie eine Markierung mitten in der Landschaft, deswegen bin ich verwirrt. Das ist irgendwie merkwürdig gerade. Zielübungen scharf geschossen. Das ist jetzt nördlich von uns. Ich habe eine grüne Tür. Na, weil die ist. Ach, so, die ist für dich schon grün hier. Ach, okay, na klar. Ja, das ist hier ums Eck. Gut, also doch die Phase. Ich dachte, da kam erst noch was, weil hier stehen halt solche komischen Pakete in der Landschaft rum. Da stehen Pakete in der Landschaft. Ja, irgendwo da hinten war irgendwie was benutzbar und ich hatte schon länger gerätselt, für welche Klasse das war und ich dachte Schmuggler. Na gut, dann machen wir hier im Anschluss gleich deine Klassenquest, aber das tun wir in der nächsten Folge, denn die Zeit ist schon wieder rum. Bis dahin, stay frosty. Bye, bye.